Hallo, hier ist Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Freitag, den 15. 5. 2020, damit Mai Mitte und zugleich auch Verfallstag. Kleiner Verfallstag und zum Donnerstag hat der DAX hier nochmal gerade so das Ding gefangen. Na, das sah schon gefährlich aus. Ich empfand es allerdings auch als eigentlich schon fast typisch, gerade auch für den Donnerstag. Wir haben, glaube ich, bei 10.61 haben wir extra nochmal ein Mail bei uns rumgeschickt, die Mails bekommen, dass man da jetzt schon aufpassen muss auch, ne, wenn der das Ziel unten nicht erreicht und dann scharf in die andere Richtung loszieht, dass das häufig so Momente sind, in denen der Markt dann einfach die Leute, die nicht aus dem Short rauskommen, überrumpelt, überrennt und die treibt und quasi fast foltert, ne? Indem man dann einfach die komplett rausdringt und die ganzen Gewinne wieder wegnimmt. Das ist so markant, so typisch und es macht es so gern einfach, insbesondere auch zu Donnerstagen. Und ja, keine 5 Minuten später hat er dann losgezogen. Dann haben wir uns die, was waren unsere Ziele? 3,80, 4,20, ne? Das waren sie. Die hat er dann Stück für Stück noch abgearbeitet. Also von daher eigentlich schön gelaufen, auch unten raus. Schon, ja. Deutlich gleich von Anfang an gezeigt, will unter die 4,30 hier, will einfach drunter und dann unten durchgetrieben. Die richtigen Ziele unten haben wir nicht getroffen, die 10,150 wäre es gewesen, da war also 2 Punkte drüber. Die 10,100, 10,060, das wäre wirklich so eine schöne Zielstation gewesen. Auch wenn man hier einen Channel zieht und eine Fibo-Projektion anlegt, da wären das dann hier 100% gewesen. Aber wie gesagt, hat ein paar Pünktchen gefehlt, soll aber egal sein. Auf der Flughöhe kann ihm das schon reichen, auch wenn man natürlich jetzt aufpassen muss, dass man nicht gleich wieder zu euphorisch wird. Ne? Es sind schon ein paar schwache Tage, die uns hier auf den Knochen stecken. Und einfach mal eine Umkehr im Nachmittag über 4, 5 Stunden, 6, 7, 8 Stunden. Wie lange ist es denn jetzt gewesen? 6 Stunden. Die jetzt ein bisschen hochgetrieben hat, muss man auch aufpassen, dass man nicht gleich zu optimistisch wieder wird für die ganze Story hier. Denn so richtig also so richtig safe ist das noch nicht. Also auch wenn ich Ihnen jetzt hier eine Trendlinie ziehe, müsste ich über die zwei Hochs gehen. Also immer noch im Abwärtstrend. Das letzte markante Hoch. Müsste man jetzt das nehmen, ist auch noch nicht drüber. Im Zweifel das nehmen, ist auch noch nicht drüber. Also rein von der Definition der Chartsituation. Kann schon noch nach unten wieder gehen. Also, ich würde deswegen auch sagen, ab dem Moment, wo wir hier einen Close unter 3,80 wieder kriegen, wir runter die Kiste. 1,80, 10,180, durchaus wieder komplett runterlöffeln. 10,150, 10,60, das wären dann durchaus nochmal Ziele, bis letztendlich nochmal runter auf die 10.000, kann trotzdem kommen zum Freitag, auch wenn die Umkehr phänomenal gut war. Oberseitig würde ich das jetzt so ein bisschen abstecken, eben hier an diesem letzten Hoch, ein bisschen die 5,80 noch im Blick behalten und dann aber auch schon sagen, ja, alles, was dann über 5,80 geht, wäre dann deutliche Umkehr. Das heißt, theoretisch könnte man jetzt eigentlich fast den so ansetzen. Aber trotzdem, ja, wie soll ich das sagen? Also, ich will ihn sehen nach oben. Weil nur die Aktion, wie die jetzt gebracht hat, das macht er so oft und dann geht's trotzdem nach unten weiter, ne? Also wirklich lassen Sie sich nicht zu früh vors Boxhorn jagen, ne? Auch so die Abschlussbewegung auf kleiner Zeiteinheit, wie er so gezeigt hat, die birgt schon Potenzial nach unten wegzutreiben. Allerdings ist es nun so, das ist eine Unterstellung. Ich sehe ja noch nicht, dass er fällt. Ich unterstelle jetzt, das ist vielleicht hier nicht ganz so ernst gemeint gewesen, der Anstieg. Unterstelle, dass der wieder umkippt. Das heißt jetzt aber nicht, dass Sie jetzt, wenn der früh reinkommt und der kommt jetzt, was weiß ich, bei 4,70, 4,90 rein, dann sagen Sie, Mensch, Martin hat aber gesagt, das hat ja nicht gepasst und der kippt bestimmt. Nein, 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 nein. Aber wenn der schwach reinkommt, ne, wenn der früh eröffnet, was weiß ich, bei 4,10 und dann treibt es den unter die 3,80, also dann würde ich schon damit rechnen, dass wir hier unten nochmal reinlaufen. Ne? Also ich würde auch den Trigger hier mal so stehen lassen. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass der nochmal wegkippt. Hier jetzt einen extra Pfeil reinzusetzen, erscheint mir jetzt nicht ganz so zielführend. Aber nimmst es einfach mal mit.
Ja, wenn der schwach reinkommt und auch unter die 380 zurückfällt, also ich traue ihm das zu, dass das nochmal komplett bis nach unten wegrennt. Ne? Also zumindest mal so die 235 vielleicht, aber eher schon auch 1,80, 1,50 nochmal. Also also ich glaube, er hat was ganz gut hingekriegt. Er hat jetzt alle die Shorts hin völlig kirre gemacht, aber so richtig völlig. Ne? Egal, ob die im Dow, im Nasdaq oder im DAX-Short waren, aber die fühlen sich jetzt nicht mehr wohl damit. Ne? Die gucken jetzt, okay, wo gehe ich hier raus? Ich habe unten den Ausstieg vielleicht verpasst. Gehe ich jetzt hier raus? Gehe ich da raus? Ne? Und in dem Moment, wo der DAX dann tatsächlich hier fällt, sind dann auch die raus, die Short waren, weil sie sich unwohl gefühlt haben. Die lösen dann auf und dann hat er wieder freie Fahrt. Also, ich weiß es nicht. Auch Freitag, Verfall. Wir gucken mal, was er kommt. Ansonsten auf jeden Fall, wenn wir grüne Kerzen sehen, wenn er positiv treibt, stellen Sie es zurück. Auch hier mit der 580, ne? Nicht, dass Sie das zu übereifrig angehen. Wenn der nicht nach unten fallen will, wenn der gerade durchsteigt, dann steigt er gerade durch, dann rennt der bis 37. Na, mein Gott, dann macht er das halt, ne? Also wirklich versuchen, mit dem Markt dann zu handeln, nicht dagegen zu stellen. Grundsätzlich, das sind die wichtigen Marken, ne? Oberhalb, ich sag mal 45, 580. Weitest noch die 6. Nee, wir lassen es. 600? Nee, würde ich eigentlich schon fast gar nicht mit nennen wollen. 570 ist die wichtige, die 540 ist wichtig. Und darüber dann halt 37 erst wieder. 37, 750. Nee, 37. 37, ja doch, 37, 750. Wichtig. Also die beiden wichtigen Marken oben und unten ist eben 380, der Bereich ist relativ wichtig. Und das Schlussniveau jetzt, also wenn wir zum Freitag unterhalb des Schlussniveaus vom Donnerstag notieren, ich weiß es nicht, ich würde ihn, glaube ich, gehen lassen. Ich könnte mir das vorstellen. 10.200 nochmal, 10.235, 10.180, wenn nicht gerade sogar. Dann Wochenschluss auf Wochentief. Also es wird so gut rein, so wie der, die jetzt Körper gemacht hat, die Shorter. Das wird so gut reinpassen. Also, wir gucken mal. Der Start wird wahrscheinlich alles schon entscheiden. Ne? Kommt er positiv rein, kommt er aufwärts gebrochen rein, dann ja, beugen, klein machen, mitgehen. Nicht den großen Helden markieren. Ne? Und kommt er schwach rein, gucken Sie sich das an, wie es sich verhält. Wenn er sich so schwach zeigt, wie zum Vormittag, wie zum Donnerstagvormittag, dann kommt er auch am Nachmittag diesmal nicht mehr hoch. Ne? Also, das steht fest. Das hat viel Überwindung gekostet, aber wenn man ihm das jetzt auskontert, also dann hat er ein Problem halt auf der Unterseite. So, jetzt gucken wir einen Tageschart, der gibt volle Pötte jetzt nach oben, da muss ich nicht gucken. Die Tageskerze, die kann gar nicht anders aussehen, so wie die 2 Stunden aussahen. Das ist eine klare Ansage, ich will hoch, aber auch hier eben das Wichtige, muss dann auch kommen. Muss dann auch kommen, schafft er das, dann locker Potenziale auch über 6. 190 zu gehen, an die 700 ranzugehen, an die 37 ranzugehen. Das Potenzial ist jetzt da. Deswegen, wenn er hochtreibt, ne, haben wir gesagt, jetzt gucken sie, dass sie da dann nicht zu sehr gegen den Strom schwimmen. Aber wenn er negativ reinkommt, auch hier gibt keinen Grund, warum es nicht noch eine Etage tiefer sollte, trotz auch vielleicht dieser Kerze. Denn wenn man mal rein von der Definition, Chartanalyse und so weiter, ist auch diese Kerze, ja, hat eine bestimmte Bedeutung, aber die ist erst safe, wenn die Folgekerze die Wirkung der Kerze bestätigt. Das heißt, wir bräuchten eine grüne, damit wir sagen können, okay, der hat jetzt hier die Kraft, der hat die Macht, was umzudrehen. Na? Also, ich weiß es nicht. Ich habe ihn im Verdacht, dass er uns runterrutscht, aber ich bin auch Kompromiss bereit, wenn er drüber öffnet, wenn er über die 57 reinkommt, wenn er sich stabil zeigt, wenn er ruhig, vor allen Dingen ruhig, das ist das Wichtigste, wenn er ruhig bleibt über 10, 450, dann nach oben, DAX, lieber DAX, darfst du gerne 580, 600 anlaufen, aber sogar auch 37. Ich denke, das sind so die Ziele. Aber ich würde trotzdem, wenn der unter 450 reinkommt, ich würde ihn mit der Kneifzange anfassen, wirklich. Also, ja, kann ich nicht anders sagen. So, wollen wir noch irgendwas anderes gucken? Brauchen wir eigentlich nicht. Können wir zumachen. Mal ein kurzes Video. Ich wünsche Ihnen was. Machen Sie es gut.
schönes Wochenende dann schon mal, ne? Also, machen Sie es hübsch. Ciao.